Ja, die Feuerwehr Bocholt wurde um 23.39 Uhr hier zur Hohenzollernstraße alarmiert zu einem Dachgeschossbrand. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Dachgeschosswohnung mit Ausbreitungstendenz in den nicht ausgebauten Dachraum. In dem Haus waren insgesamt 39 Personen gemeldet. Wir haben insgesamt 20 herausgeführt. Die anderen Personen waren in einem nicht betroffenen Teil des Hauses untergebracht. Insgesamt haben wir 21 Personen registriert, die jetzt zurzeit betreut werden. Eine Person ist mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus eingeliefert worden. Die Feuerwehr ist mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Ferner ist der Malteser Hilfsdienst mit 10 Betreuungskräften hier, um die Angehörigen bzw. die Bewohner zu betreuen. Wir sind mit einem Trupp unter PA und C-Strahlrohr vorgegangen, um das Feuer zu löschen und konnten das Feuer dann auch glücklicherweise auf den Dachraum begrenzen. Wir mussten uns zunächst einen Überblick verschaffen über die Zugänge in das Haus rein, in die Wohnungen. Das war etwas verwinkelt, also nicht von vornherein klar. Wir haben dann aber recht schnell eine Übersicht bekommen können über die Anzahl der Bewohner und der zu Betreuenden. Der Treppenraum, der war halt mit verraucht. Wir haben teilweise noch Wasserschaden, da sind wir jetzt gerade bei, das zu entfernen. Und in der Zeit betreuen wir die Bewohner hier in einem Zelt, was wir eigens dafür aufgebaut haben.